Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Star Stable Video von mir. Ich kaufe mir 2 Pferde zu Weihnachten. ja. Es ist Weihnachten und an Weihnachten bekommt man doch Geschenke. Und dann dachte ich, warum sollte ich meinem SSU-Charakter nicht 2 Pferde zu Weihnachten schenken? Ihr ahnt vielleicht auch schon welche, ich weiß es nicht. Und zwar gibt es noch eine Pferderasse, von der mir noch 2 Pferde fehlen, von den Generation 3 Pferden, weil ich damals nicht genug Starcoins hatte. Und das möchte ich mir jetzt gleich noch holen. Und jetzt ist ausgerechnet hier Alaska Jones, ne? Wollen wir das gleich zusammen machen? Aber wisst ihr was, das wird jetzt so ein Laber-Video, ne? Inklusive Pferdekauf. Wir verbinden das jetzt einfach so ein bisschen. So, und zwar fehlt mir hier diese Isländer. Ich finde ihn sehr, sehr schön und ich kann einfach nicht ins neue Jahr gehen, ohne dass er bei mir im Stall steht. So, mal gucken, was passt denn zu dir? Griffin ist doch cool, oder? Habe ich schon Griffin? Kann man Dor? Gibt es Dor? Ihr wisst doch, worauf ich hinaus will, ne? Warte. D. O. Dom. Nein. Okay, gibt es nicht. Dann heißt es einfach nur Griffin. Ich schaue mal schön auf meine schlaue Liste, ob ich den Namen schon habe. Ich habe jetzt noch ein Y drangehängt, weil ich irgendwie finde, dass es so einfach süßer klingt. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was das eigentlich bedeutet. Aber ich finde, es klingt süß. Also, ja. Herzlich willkommen, Griffini. Oh Mann. Es ist übrigens gerade 6 Uhr in der Früh. Mein Baby ist schon seit 4.30 Uhr ungefähr wach. Ist jetzt gerade wieder eingeschlafen, aber ich bin so der Mensch, wenn ich einmal wach bin, ich kann nicht wieder einschlafen. So, seid ihr mir jetzt böse, wenn ich den Alaska Jones mache, wenn ich schon hier bin? Und ich brauche nämlich noch, ich habe das heute noch nicht gemacht. Wir können uns ein bisschen unterhalten. Es sind jetzt, glaube ich, auch Weihnachtsferien. Ich weiß gar nicht, habt ihr jetzt diese Woche schon Ferien oder erst ab nächster Woche? Könnt ihr mir mal ja schreiben. Auf jeden Fall müsst ihr euch das jetzt gerade so vorstellen. Ich hocke im dunklen Babyzimmer, weil unser Baby noch bei uns schläft. Also bei uns im Schlafzimmer. Deswegen hocke ich jetzt gerade im dunklen Babyzimmer an meinem PC und habe noch mein Pyjama an und habe hier eine heiße Schoki. Und ja, bin wie gesagt vorhin erst aufgestanden. Baby schläft wieder und deswegen nutze ich jetzt einfach mal kurz die Zeit, die ich habe, um mal wieder ein Video für euch zu machen und ja, wie gesagt, mir 2 Pferde zu kaufen. Ihr seht vielleicht auch schon in meinem Outfit und allem, dass ich auch durchaus fleißig war. Ja, wir haben einen Schatz gefunden, sehr schön. Wie viel habe ich denn? Dann hole ich mir jetzt gleich noch das nächste vom Outfit. Also, das Pferdeoutfit habe ich schon komplett. Ich habe auch schon den Pinguin, den ich übrigens wesentlich süßer finde als den Pinguin letztes Jahr. Also, ich finde, der lohnt sich voll. Ah ja, unser Geschenk machen wir gerade mal noch auf. Geschenke. Wintergröße. Ich finde, da könnten sie ruhig ein bisschen mehr springen lassen. Da hätten ruhig 5 Wintergröße drin sein können oder so. Ich finde einen ein bisschen mager. Aber gut. Wow. So, also das Pferdeset habe ich schon komplett. Mir fehlt jetzt noch die Jacke, die Handschuhe, die Stiefel und diese Schleifen. Also gut, dann habe ich das Pferdeset streng genommen noch nicht komplett. Ich habe die Schleifen noch nicht. Will ich die Schuhe oder will ich... Oder will ich die Handschuhe? Die Jacke hole ich mir als letztes, weil ich die ehrlich gesagt nicht schön finde. Also ich weiß auch nicht warum, mir gefallen die nicht so. Ich glaube, ich nehme erstmal die Schuhe. Die machen irgendwie mehr Veränderungen im Outfit. So. Wie findet ihr denn das Set? Da wäre ich jetzt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Wie findet ihr das Set, was es dieses Jahr gibt? Also wie gesagt, die Handschuhe und die Jacke und die Schleifen habe ich noch nicht. Ansonsten, das Pferdeset ist ja so komplett. Ich habe mich für das Halfter entschieden, statt das Zaumzeug. Es gibt ja noch ein richtiges Zaumzeug. Genau so, warte mal. Dann genau, machen wir jetzt mal erstmal mit unserem Pferdekauf weiter. Ja. So, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, dem Pinguin, wie gesagt, also falls ihr den letztes Jahr nicht bekommen habt, dann schaut einfach, dass ihr den dieses Jahr bekommt. Ich finde den echt schöner. Ich finde, der schaut viel niedlicher aus einfach. Der schaut so süß aus. Der schaut mir aus wie ein Baby-Pinguin und der andere Pinguin sah mir aus wie ein erwachsener Pinguin. So, wo muss ich jetzt noch hin? New Hillcrest muss ich jetzt noch hin. Da
Hellquest. Wir machen erst unseren Pferdekauf fertig. Schließlich soll es darum in dem Video gehen. Ich will mich jetzt nicht ewig hinhalten. Ja, ein Pferd hole ich mir jetzt noch. Wie findet ihr? Also wie gesagt, wir verbinden das jetzt hier ein bisschen, ne, mit einem Quatsch-Video. Also Laber-Video meine ich. Wie findet ihr, Leute, die Appaloosa? Ich weiß, es gibt offiziell noch keinen Content. Ich muss zugeben, ich habe mir ein Spoiler-Video angeguckt. Und ich will jetzt hier nicht so viel verraten. Ich sag nur, ich bin so gehypt. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal so krass gehypt wegen einer Pferderasse war. Also allein das, was man im Video gesehen hat, die Farben, wow. Ich fand's wirklich richtig, einfach nur wow. Mehr sage ich dazu jetzt auch nicht für diejenigen, die sich nicht spoilern wollen, aber ja, ich find's mega. So, und hier fehlt mir auch noch eins, und zwar fehlt mir hier noch die Kuh. Liebe Kuh, du sollst natürlich auch nicht fehlen in meinem Stall. Du darfst auch noch eins sehen. Nein. Kein Y. So, was mache ich denn mit dir? Harry. Ich könnte Harry draus machen. Oh, das wäre doch witzig. Wo war denn jetzt H? Bin ich jetzt blöd? Also doch das Y. Oh Mann, ich sollte um diese Uhrzeit keine Videos aufnehmen. Oh, ich labe auch nur Blödsinn, oh wei. Nee, Harry habe ich noch nicht. Hä, ich bin heute irgendwie so ein bisschen Harry Potter-mäßig drauf, merke ich gerade. Erst will ich einen Gryffindor machen und jetzt machen Harry. Aber es passt, finde ich, doppelt gut, weil die Isländer sind ja auch sehr haarig, weil sie sehr fluffig sind. Ja, dann passt das ja auch wieder. Boah, ich bin heute, ich labe einen Blödsinn, Wahnsinn. Okay. Glück ist dein neues Pferd. Sehr schön. Jetzt kann ich wieder sagen, ich habe alle Generation 3 Pferde. Zumindest die es momentan zu kaufen gibt. Mir fehlen nämlich 4 magische Pferde. Die gibt es aber aktuell nicht. Ja. Und 2 davon wird es wahrscheinlich nie wieder geben. Warte mal, ist das gleich hier vorne? Ich mache das schnell, ja, bevor es weg ist. Und dann schauen wir uns die Pferde noch schnell zusammen an. Genau. Ach ja, ist auch mal was Neues, um diese Uhrzeit ein Video aufzunehmen. Es ist hier noch Nacht in Star Stable. Ja, aber gut, die hier in Star Stable haben ja doch kein Baby, ne? Ehrlich gesagt, es ist ja in Real Life auch noch dunkel draußen. Stockduster. So, machen wir das mal noch schnell hier. Ja, ich bin allgemein, also flabbert mich ruhig in den Kommentaren zu. Ich kriege ja so irgendwie gar nichts mit. Ich habe auch irgendwie kaum mehr Zeit, Videos von anderen anzuschauen. Flabbert mich ruhig ein bisschen zu, was ihr allgemein so zu dem Weihnachtsupdate sagt. Wie findet ihr die neuen magischen Pferde? Habt ihr euch da eins geholt? Wie findet ihr den Pinguin? Wie findet ihr das Outfit? Wie weit seid ihr mit dem Wintergruß sammeln? Haltet mich da ruhig mal ein bisschen auf dem Laufenden, wenn ihr möchtet. Einfach eure Meinung. Also ich finde das immer so voll spannend, einfach so ein bisschen ja, zu hören. So, dann welches fehlt mir denn jetzt noch? Ja, hier Südhoffarm. Aber das mache ich dann gleich. Ich habe noch, warte mal, Uhrzeit. 6.21 Uhr, also ich habe noch knappe 40 Minuten, um das zu holen. Sehr schön. Dann schauen wir uns jetzt noch schnell die 2 Pferdelis an. Warum ist der da hinten gelandet? Du armes Pferd. Das heißt eben einfach so, ja, du kannst hinten ins Eck. Es ist zwar alles andere frei, aber geh ins Eck. So. Also, wir haben hier Harry. Hoffentlich werde ich das nicht bereuen, dass ich das Pferd Harry genannt habe. Oh, du bist echt schön, ne? Wow. Die ganzen Gangarten und so werde ich jetzt nicht alles zeigen. Ich habe ja schon ein Pferdekauf-Video damals zu den Isländern gemacht. Das ist auch noch gar nicht so lange her. Und du. Griffini. Oh, fein. Genau, da könnt ihr dann gucken, wie euch die Gangarten und so weiter interessieren. Wow, aber ihr seid echt schön. Herzlich willkommen, Harry und Griffini. So, dann mache ich hier mal weiter. Pferdekauf ist jetzt hier nicht abgeschlossen. ja, also wie gesagt, labert mich ruhig ein bisschen zu. Ich kriege so gefühlt eigentlich nichts mehr mit. Was ist denn morgen als Update? Ich glaube, morgen ist einfach nur nochmal... Soll nicht irgendwie so eine Fotowand oder irgendwie sowas reinkommen? Irgendwie sowas, oder? Also ist denn Südhoffarm da. Irgendwie so eine Wand soll da reinkommen. Irgendwie so eine Fotowand. Fand ich ja, als es bei dem Geburtstag drin war, ganz cool.
Wenn es aber auch natürlich jetzt keine Spielerweiterung ist, also man kann ja damit nichts, ja, an sich machen, ne? Das ist mir so Roleplay, wenn man halt irgendwie, ja, zum Fotos machen einfach was braucht. So. Nein, danke. Ich habe mir noch nie eine von diesen Geschichten angehört. Das interessiert mich einfach nicht. Könnt ihr mir mal schreiben, ob ihr euch die anhört und ob die gut sind? So, okay. Ich weiß nicht, dann beende ich, glaube ich, das Video jetzt hier an der Stelle. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ach ja, und falls ihr noch dran seid, sorry, ihr könnt mir mal schreiben, ob ihr euch noch dieses Jahr irgendwie ein besonderes Video wünscht von mir. Könnt ihr mal schreiben. Mal schauen, ob ich es erfüllen kann. Okay, dann einen wunderschönen Tag, schöne Weihnachtsferien und bis zum nächsten Mal. Tschüss.